So, hallo und herzlich willkommen zu Business Let's Play. Heute wieder am Business Thursday, Business am Donnerstag mit Sebastian. Wir sind ja hier, haben ja aufgehört, wir haben den Wald kennengelernt. Der letzte Folge G. Und da steht die Sarah noch, ist immer noch mit unserem Sprachen. Und wir gucken halt, also geht weiter, der ist ja, weil hat sich ja verpistet letzt. Und weil gucken wir halt noch eine Tour hinterher, wie er fortläuft. Und Sarah seufzt noch eine Tour. Ja, er läuft entschlossen, Schrittes voran, als befinde er sich auf einer Expedition. Ja, er ist im Dschungel unterwegs. Sarah meint noch, ja, das ist schon ein klasse Kerl. Von hinten sieht der Arsch ziemlich geil aus. Sie freut sich halt, ob er schon vergeben ist, ob er in trockenen Tüchern leidet. Und der kann ja eigentlich nicht verheiratet sein, weil der ist ja erst 12 oder 15, das wissen wir nicht so genau. Und Sarah hat sich das halt, nee, ich habe mal selber, Belpoa Schmidt hat sich die Frage noch nie gestellt, ob er verheiratet ist. Und Belpoa sagt dann auch, ich glaube nicht. Ich denke, der schafft einfach nur von morgens bis abends, also 25 Stunden am Tag vorweg. Und Sarah noch, ja, wie da, Belpoa, das ist so Verschwendung, aber wenn es halt gerne mal anstand, muss ich halt so machen. Ja, Sarah guckt auf die Uhr, ist erschrocken, denkt, fuck, ich wollte doch eine Presse gehen, die Jungs warten, ey. Ich habe ein Bier kalt gestellt. Sarah meint noch, ah ja, ich muss mich weit dummeln, morgen früh muss ich ja raus, bei der Oma gehen, die Gift nicht mehr so alt, die will mir noch etwas erzählen, dass ich bei dir nochmal ziehen soll, anstatt allein in Saarbrücken zu wohnen, in der Stadt, das ist gefährlich, in Burbach habe ich mir die Wohnung noch geholt. Und ja, warum wollen uns halt alle gar erklären, wie wir unser Leben machen? Und ich sah noch, Belpoa sagt nochmal, das gibt schon alles nochmal gut. Sarah, ja, mach da keinen Kopf. Dein zwei Alten, die verstehe schon noch, dass du alles richtig gemacht hast bis zwei in deinem Leben. Und du bist halt keine geborene Ärztin, aber eine Abenteurerin. Also, schnippeln an Leid kannst du nicht, aber halt, in den Dschungel-Apps, da kannst du schon mal rennen, wenn sie muss. Und Sarah umarmt mich dann noch und dann rennst du genauso schnell weg, wie sie kommen ist. Also, mit dem Affenzahn in die Schuhe nochmal raus, geh du. Und ich gucke halt noch, muss noch immer lachen. Und zum Glück ist sie da, aber Gott sei Dank ist sie ja auch noch mal fort. Ja, ich bin immer noch bisschen, habe ich immer noch Huddel im Kopf, wegen dem Streit mit meinen Eltern, log ich dann auf und weil ich der Jonas, Sebastian Jonas, eben getroffen habe. Und dann denke ich, ah ja, ich gehe, weil Sophos in mein Haus, Herrenhaus von den Bartolis. Und da kann ich gerade noch ein bisschen frische Luft holen. Ja, das Lori sollte ja eigentlich schon pennen. Wir haben ja war schon 9:30 oder 9:30. Ist ja schon duscht da draußen. Und er sagt, gut, soweit ist er noch jung. Ja, ich bin jetzt auch nicht in der Stimmung, die kleinen Launen der Bestie Lot zu ertragen. Die ist nämlich schon ganz kreilig. Die schreit plärzt den ganzen Tag nur rum, springt und ist natürlich das einzige Kind auch von den ganzen Geschwistern. Aber die macht mich halt komplett kirre im Kopf. Ja, die Familie, die ist halt schon ein bisschen seltsam. Aber ist eigentlich auch ganz in Ordnung. Ja, das hat mich auch ein paar Tage gekostet, bis ich das Geheimnis entschlüsselt habe, was da abgeht und alles. Und ich brauche halt etwas, um alles und jeden Lord zu verstehen. Ja, die haben halt auch alles ergriffen, um die Wahrheit zu verbergen. Aber Sarah, das hat man direkt erzählt, hat recht. Wenn sie sagt, sie sind halt Dickkopf. Und desto mysteriöser, weil ich bin ja auch an der Mystery Spell University, desto härter bin ich halt direkt. Ne? Ja, die essen halt neisch, die schlafen fast nie, die sind extrem kalt, die Leute, wenn man sie anfasst und die kennen sich halt überall aus. Und ich habe schnell verstanden, wer sie wirklich sind. Oh, bei Kimnet, glaube ich. Sind Vampire. Das läuft eine Wendung, allererste Sahne, dass ich bei Vampiren wohne, bei den Belpors, Belfis. Ja, und bei den vielen Familien der Region, die in Au-pair-Mädchen halt auch gesucht haben, habe ich natürlich nochmal die Vampire geholt. Ja, scheiße gelaufen, ne? Hurra! Ich war schon immer davon überzeugt, halt, dass die Welt ist was nicht koscher, da sind ganz greiliche Kreaturen unterwegs. Und dafür bin ich jetzt auf Mythen und Legenden umgestiegen. Genau wie der Jonas, mahne ich auch die größten Geheimnisse der Welt erforschen und auch lüften. Also, man hat Finster auf, Luft drin, Luft raus.
Ja, und als ich an dem Abend die Wahrheit rausgefunden habe, habe ich nur gedacht, Oleg, und habe mich ein Zimmer eingeschlossen, habe dir verbarrikadiert, habe ein Kruzifix an die Tür gehangen und habe nur noch Angst um mein eigenes Leben gehabt. Und ich bin halt dermaßen ausgeflippt. Und weil, das hat mich aber auch gar nicht überrascht, dass es dir gibt, obwohl ich ausgeflippt bin, weil ich bin ja auch nicht freiwillig als Arbeitgeber dahin gegangen. Und die Vorstellung, das Reh im Visier von vier Jägern zu sein, weil die Vampire, die trinken ja die Menschen, die saugen die ja regelrecht aus, wenn die ihre Stoßsäbelzähne in meinen Hals rein drücken. Und dann ich ja so ein kleines Kind, kleines Mädchen für ein Bein zu Puppen, das ist nicht so mein Ding, wenn es Sarah noch, Bölpor meine ich, ne? Sarah ist ja bei ihm. Ja, aber ich habe mir dann am Ende doch gesagt, dass ich nicht gewartet hätte, wenn sie mir etwas hätten tun wollen. Also ich hätte nicht gewartet, ich hätte gesagt, weil Machtloch oder was, und ich habe kein Huddel damit. Gut, das war die dritte Folge von Sebastian von Business Let's Play. Gute Abos, gute Likes da und kommentiert mein Video und teilt es bitte auch in vielen Social Media Plattformen. Peace out.